Hi, ich bin die Magdalena Wurm. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin Abschlussjahrgang 2011. Ich habe in der Fadinger Schule den MAG-Zweig besucht, also den Medienzweig, und habe da ganz viele Erfahrungen gesammelt im Bereich Bühne, Video und Schauspiel, Interviewführung, alles Mögliche. Habe dadurch auch bei der Frau Professor Beck Theater gespielt, Impro-Liga, sehr coole Sachen gemacht, sehr viele Projekte. Habe während der Schulzeit schon immer getanzt, also eigentlich schon seit ich klein bin. Bin mittlerweile auch Tanzlehrerin, Choreografin und Bühnentänzerin. Und ich habe da in der Schulzeit sehr viel Action gemacht mit den Fadinger Bällen. Also ich habe sehr viel choreografiert, sehr viele Show-Acts gemacht und das war immer schon eine richtig coole Plattform, um da einfach Erfahrungen zu sammeln. Und nach der Schulzeit ist es bei mir so weitergegangen, dass ich direkt ausgewandert bin nach Stuttgart, nach Deutschland. Bin da jetzt immer noch hängen geblieben. Nach meiner Ausbildung habe ich direkt ein paar Jobs ergattern können, war dann auf Trainingsreise in New York und in LA. Und habe dank meiner Lehrer, also kurzes Shoutout zum Professor Mittermeier und Kempf, die haben mir da wirklich was beigebracht in der Schule und deswegen habe ich da auf den Trainingsreisen mich gut durchschlagen können. Genau. Und jetzt geht es immer wieder weiter, immer wieder neue Jobs im Bereich Hip-Hop, Modern, Jazz, Ballett, Contemp und Musical. Ich war gerade in Österreich auf Musical-Tour und genieße die Vorzüge des Künstlerlebens und kann deswegen nur empfehlen, macht was aus euren Talenten und nutzt die Schulzeit, da wirklich Erfahrungen zu sammeln, einfach auszuprobieren. Und euch einen schönen Tag am Takt Tür. Ja, hallo, ich bin der David und ich habe 2002 an der Fadinger Schule in Linz maturiert. Mittlerweile habe ich voll den coolen Job als Softwareentwickler bei der Firma Dynatrace, wie man unschwer erkennen kann. Es ist ein weltweit führendes Unternehmen in Bezug auf Serveranalysen und es ist echt cool, da ständig neue, spannende Sachen entwickeln zu können, von denen man weiß, über 7.500 Unternehmen weltweit verwenden das und verlassen sich drauf. Außerdem ist es auch eine Firma, die sich immer wieder neue Sachen einfallen lässt, um ihre Mitarbeiter bei Laune zu halten. Darüber hinaus arbeite ich auch noch an der Johannes Kepler Universität, dort unterrichte ich am Wochenende hin und wieder. Weiters bringe ich mich auch in der Freien Christengemeinde ehrenamtlich ein. Ich kann mich auch noch gut an die Zeit erinnern, als ich mit der Volksschule fertig geworden bin und die Entscheidung dann treffen habe müssen, welche Schule ich jetzt weiter besuchen möchte. Und sehr bald hat sich dort die Fadinger Schule als Favorit herauskristallisiert, weil dieser Fokus auf Mathematik und Naturwissenschaften das war, was mir immer schon taugt hat. Später war dann klar, dass ich auf alle Fälle irgendwas Technisches machen werde. Und trotzdem habe ich mich in der vierten wieder für die Fadinger entschieden und nicht für HTL, weil klar war, dass so Sachen wie Sprachen und wie Allgemeinbildung was sind, was ich in jedem Beruf brauchen kann. Und dieses technische Know-how, das würde ich sowieso im späteren Studium noch kriegen. Und das war definitiv die richtige Wahl. Auch in Bezug auf Auslandssemester oder solche Sachen haben mir Sprachen immer geholfen und es war echt cool, dass ich die Fadinger gemacht habe und nichts anderes. Nach der Matura habe ich dann an die Fachhochschule Hagenberg gewechselt und dann an die JKU, also Johannes Kepler Universität, wo ich dann einige Jahre als Forscher tätig war. Generell kann ich sagen, dass ich mit meiner Entscheidung sehr zufrieden war und ich wünsche euch auch, dass ihr auch eine Entscheidung trefft, wo ihr sagt, ja cool, im Nachhinein, das war die richtige Entscheidung und es war super, dass ich diese Schule gewählt habe. Und wer weiß, vielleicht ist es aber echt die Fadinger Schule. Ciao und schönen Tag der offenen Tür noch. Hallo, mein Name ist Norbert Hillinger, ich bin 31 Jahre alt, komme eigentlich aus Altmünster am Traunsee und war von 1998 bis 2002 Schüler am Fadinger Gymnasium in Linz. Warum bin ich da hingegangen? Ja, ich wollte immer Filmjournalist werden oder irgendwas mit Medien machen, Filme produzieren und so weiter und so fort. Filmjournalist hörte sich dann irgendwie am spannendsten an, deswegen habe ich dann danach, nach meiner Matura 2002, angefangen in Graz zu studieren, Journalismus und Unternehmenskommunikation. War dann da relativ schnell in Deutschland gelandet, habe mehrere Praktika im Bereich Filmjournalismus gemacht, war unter anderem bei der Cinema online in der Redaktion, habe mir hunderte Filme reingezogen und habe dann gemerkt, ups, das ist doch nicht so wirklich das Richtige. Und habe dann in Hamburg, wo ich zufällig war und für eine andere Firma gearbeitet habe, ein Angebot bekommen, in der Trendforschung und Innovationsberatung tätig zu sein. Das habe ich angenommen, bin 7 Jahre lang für diese Firma tätig gewesen, habe unter anderem das Büro in Wien und in Berlin eröffnet und Berlin hat mich dann gehalten. Ich bin seit 10 Jahren in der Zwischenzeit in Deutschland, in Berlin,
wohne da, habe meine Familie da, habe geheiratet, habe einen Sohn in der Zwischenzeit und bin aber auch seit 3 Jahren selbstständig. Und in dieser Selbstständigkeit arbeite ich in erster Linie immer noch für Filmkunden. Also das Thema hat mich nicht losgelassen, seit meiner Zeit an der Fadinger Schule tatsächlich. Ja, und arbeite hauptsächlich für Hollywood-Studios wie 20th Century Fox, Warner Brothers oder Paramount Pictures und helfe diesen Firmen bei der Identifizierung von Trends, neuen Plattformen, neuen Technologien und helfe ihnen in ihrer Kreativarbeit dabei, neue Ideen zu entwickeln und diese auch umzusetzen. Ich sage Dankeschön an die Fadinger Schule, weil die Grundlage für meine heutige Arbeit sehe ich immer noch in Linz und kann jedem nur empfehlen, diese Schule zu besuchen. In diesem Sinne, viel Spaß heute und genießt den Tag. Tschüss. Hallo, mein Name ist Lorenz Dorn Fussenecker. Ich arbeite für einen kanadischen Immobilienfonds, studiere auch noch berufsbegleitend. Ich habe 2007 bei der Fadinger maturiert. Ich hatte eine tolle Deutschlehrerin und der möchte ich heute Danke sagen, dass sie mich eben immer so motiviert hat. Wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Deswegen kann ich auch allen anderen nur diese tolle Schule empfehlen. Insbesondere hat auch mein Englischlehrer dazu beigetragen, dass ich heute überhaupt die Möglichkeit habe, für ein kanadisches Unternehmen zu arbeiten, aufgrund der guten Englischkenntnisse, die er vermittelt hat. Ja, ihr wollt noch was von mir hören. Ich wohne jetzt in Wien seit circa 6 Jahren und freue mich jedes Mal wieder, wenn ich die Leute aus der Fadinger treffe, weil einfach eine Verbundenheit nach wie vor da ist. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und wie jetzt die Fahrt eine coole Schule. Hallo, mein Name ist Isabella und ich war 8 Jahre in der Fadinger Schule. Ich muss sagen, ich habe die Zeit dort sehr genossen. Bin jetzt mittlerweile seit 4 Jahren in Wien und studiere Deutsch und Psychologie, Philosophie auf Lehramt. Bin fast fertig und der Grund, warum ich den Berufsweg eingeschlagen habe, liegt sicher auch daran, dass die Schulzeit in der Fadinger Schule sehr angenehm gestaltet war. Damit meine ich ganz konkret, dass einfach nicht nur die klassischen schulischen Aktivitäten wie in der Klasse sitzen und lernen im Vordergrund standen, sondern wir machten so viele außerschulische Aktivitäten und Projekte. Wir haben ein eigenes Stationentheater gemacht, wir haben moderiert, wir haben Musik gemacht, wir haben Konzerte gemacht. Und ich glaube, dass man da seine Talente wirklich verwirklichen kann und seinen Schülerinnen die Möglichkeit bieten kann, mehr zu sehen. Und habe mir gedacht, das will ich auch. Und ich glaube, das ist eigentlich das größte Kompliment, das man seinen Lehrerinnen und seiner Schule machen kann. Hallo, ich bin die Barbara. Ich bin hier 8 Jahre lang in die Fadinger Schule gegangen, wo meine Interesse für Naturwissenschaften und vor allem für Chemie geweckt worden ist. Ich bin recht froh, dass ich die 8 Jahre in der Fadinger Schule war, weil das ja mal ein rein naturwissenschaftliches Gymnasium war. Und ich glaube, dass da recht gute Lehrer unterrichten. An der Stelle gleich ein herzliches Dankeschön an alle meine damaligen Lehrer, die mich die 8 Jahre begleitet und auch geprägt haben. Ja, nach der Matura bin ich dann nach Wien gegangen, um Chemie zu studieren. Inzwischen bin ich schon seit mehr als 5 Jahren in Deutschland, wo ich zuerst 3 Jahre lang meine Doktorarbeit bei Bosch in Stuttgart geschrieben habe. Und jetzt arbeite ich schon seit 2 Jahren für BMW in München als Projektleiterin im Bereich Elektromobilität, wo ich auch meinen Beitrag zu den wunderschönen Autos hier leiste. Ich glaube schon, dass die Fadinger Schule zumindest ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil das naturwissenschaftlich-technische schon immer eine Stärke von der Schule war. Und ich hoffe, ihr entscheidet euch auch für diese Schule. Also ich kann es euch nur empfehlen. Bis dann, ciao! Ja, ich bin der Matthias, ich bin 8 Jahre in die Fadinger gegangen und die Fadinger hat in mir in erster Linie die Liebe zur Philosophie erweckt und zur Literatur. Ich bin da meinen Lehrerinnen sehr, sehr dankbar dafür und sehr froh, dass ich in die Fadinger gegangen bin. Ich habe darüber hinaus 3 von meinen 4 besten Freunden gefunden in der Fadinger, die mir bis jetzt geblieben sind und auch nach Wien gefolgt sind. Ja, ich wohne und arbeite jetzt in Wien, ich bin selbstständig, habe meine eigene Agentur und arbeite im Kunstmanagementbereich und Musikmanagement und Eventbereich. Genau, ob die Fadinger da jetzt wirklich einen Einfluss gehabt hat, glaube ich schon, weil man verbringt 8 Jahre seines doch noch sehr kurzen Lebens in einer Schule und das prägt und ich bin froh, dass mich die Fadinger geprägt hat.